Ja, moinsen Baggers und Margarinen, willkommen zu einer erfrischenden neuen Woche Among Us. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Diese Woche war sehr, 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 sehr schön. Also die Aufnahme hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß haben mit den Folgen. Wie immer gilt das Feedback so, so oder in den Kommentar dazu. Vielleicht gefällt es euch so gut, dass ihr abonniert und ich wünsche euch sehr viel Spaß damit. Bisschen dancen, habt eine angenehme Zeit, bleibt gesund und vielleicht sieht man sich nochmal beim Outro ganz hinten bei der letzten Folge. So. Puh, wir gehen rein. Heute ist ausnahmsweise ist ein anderer Tag, an dem wir aufnehmen. Ich habe das schon wieder fast verballert. Aber wir gehen. Erstmal schön downloaden hier. Mal gucken, was denn mit dieser ESL Series Gruppe A, dass der hier schon Champions League Among Us und was hier alles so geht heute. Das ist hier wirklich die Champions League von Among Us. Hier darfst du nichts machen, ohne dass hier. Schönen guten Tag. Schön. Ich habe mich gerade so an Sepp geklammert. Ich hatte so Angst. Ach, du bist es, Mike. Ich hatte gedacht, das wäre Kalle, aber ich habe deinen Namen nicht gesehen, nur die Farbe. Ja, Mike ist es nicht. Hast du bei mir auch gesagt letzte Woche. Könnte aber Kalle gewesen sein, weil er Nils jetzt gekillt hat. Okay. Das stimmt, da gab es voll schon viele. Wo liegt denn die Leiche? Unten im Eingang von Communications. Also ich, Jay und Dizzy waren gerade noch nicht in Navigations. Ich aber auch tatsächlich. Dann ist Dizzy rausgegangen, dann habe ich Jay rausgehen sehen, dann ging das Licht aus und dann, ich bin mit Sven zusammen oben lang gelaufen, das könnte der bestätigen, der müsste mich gesehen haben. Oben lang? Ja. Wo oben lang meinst du? Über die Weapons. Ich war da nicht, ich war nur, ah doch, warte mal, ich war Weapons und bin dann links raus. Ja, aber war Jay da? Genau. Weil wir standen doch ich da mit Jay Ray, tatsächlich Sven nicht und gesehen. Ich. Ich hab nur da letztes Jahr gesehen. Sam war da noch, oder? Ja, ich hab dich nicht gesehen. Tut mir leid. Ray, Sven und ich waren an den Weapons. Jay hab ich da nicht gesehen. Ja, ich war auch da, Dalu, ja. Also ich war nicht an den Weapons selber dran, sondern ich bin da lang gelaufen. Ja, okay. Um halt den Strom. Aber war ja dunkel, ne? Ich bin oben rumgelaufen. Oh oh. Du konntest ihn dann Sven sehen. Ja, manchmal ruft man ja doch durch diesen Kaffeepäuschen, wa? Sven hätte ich ja nicht gesehen. Sven hätte ich nur eine Frage. Warum bist du, als es Lights aus war, Storage entgegengekommen? Also nee, ich bin einen Schritt hochgegangen, weil unten mein Use-Button geleuchtet hat. Und ich dachte, das wäre der Report-Button, bin nochmal hoch. Aber da war nichts. Dann bin ich mit euch wieder runter. Schatz, glaubst du, Jay hat Dizzy gekillt? Ja oder nein? Nein, sagst du. Okay, also wir vertrauen es. Ich war gerade so... Also, ich habe was gesagt, aber ich glaube, es kam nicht durch. Also, was denn? Ja, dass ich war in Navigation, war Shields, dann war Licht aus. Ja, genau. Ah, okay. Alle waren rechts. Dadosch nicht. Dadosch ist. Ja, dann machen wir mal Tasks als Geist. Nun. Ich hoffe, euch da draußen geht's allen gut. Und ihr seid gesund und munter. Das ist ja immer das Wichtigste. Ihr genießt die Folgen. Jetzt fällt mir gerade ein, was ich noch vergessen habe zu erledigen. Aha! Okay, Spritzki ist da. Oh, Miezekatze ist auch da. Na, oh Gott! Oh Gott! Oh, komm! Oh! Ich hab nix. Okay. Also. Oh mein Gott! Das kannst du keinem erzählen, Mann! Oh! What the fuck, Mann? Okay, zum Glück. Alarm!
okay, Sven war es wohl doch nicht. Falscher Verdacht für mir. Haben wir nur einen Imposter? Ah, Mike, ja. Mike, wo bist du? Wo hast du ihn gefunden? Ja, der Jute ist Sven. Das ist echt wichtig jetzt gerade. Liegt direkt vorm Licht. Und bei mir müsste Dalukat sein. Ja, genau. Den wer war noch mit uns alles in Admin zu dem Zeitpunkt? In Admin war noch Sepp, glaube ich. Ich, Kalle ist noch da, ja. Aktuell. Und mein größter Sass ist der Jute Maxi, weil ich Maxi unten rechts in Storage getroffen habe, wie er am Müll steht. Und als ich kam und ihn gerade so gesehen habe, ist er direkt auf mich zugelaufen. Ich bin weggelaufen, Admin, er ist mit mir Admin rein, ich habe Download gemacht oder Upload, was es da ist. Mhm. Und er stand also in der Mitte des Raumes. Ich habe nicht gesehen, ob er irgendeine Aufgabe da hatte, aber er ist aber mit ihm mitgelaufen. Ich wollte ja nicht im Stack stehen bei den Kabeln, da standen nämlich Dalo und Sepp dran und dann ist Sepp mit der Karte, dann bin aber ich auch zur Karte gelaufen. Also Maxi ist gerade bei der Karte noch gewesen. Also in den genau, letzten... ich bin gerade noch weggelaufen, Sepp stand da immer noch. Ja, Maxi und Kalle sind mit mir Admin. Oh. Ja, wobei Sepp war ganz kurz sein? Weg. Also, als das Licht war ja auch aus. Für den Ziel verdächtige ich Jay und Dadosh. Also, und oder. Also Jay kam mir gerade eben noch oben Medbay entgegen. Ich kann nicht mehr auch dazu sagen. Deswegen war meine Frage, wie lange ist Sven tot, weil Ray mir oben entgegengekommen ist und nicht zum Strom gelaufen ist. Ja, weil ich dachte, Sven ist es und Sven war Reaktor zuvor noch. Also der Kill muss gerade eben passiert sein. Und deswegen, dann ging das Licht aus und dachte ich, nee, Sven. Und dann bin ich in die andere Richtung über Medbay gelaufen. Da kamst du mir entgegen, das stimmt. Und wo kam Sven entgegen? Ja, kam er aus Medbay? Nee, ich glaube aus Cafeteria. Ich kam aus Medbay, weil ich da ich habe die 59 Sekunden da gestartet. Ja, das halt Licht war aus, ne? Das kann man nicht. Ja, also ist natürlich. Dadurch, warst du in den Kameras oder wer war in den Kameras? Das war meine Frage. Was ist denn möglich? Ach so, ich soll gewendet sein oder was? Als ob. Ich wollte, aber ich war nicht. Ja, genau. Okay, der in den Kameras war, ist wahrscheinlich der Mörder, ne? Scheint einer zu sein, ja. Sven war in den Kameras. Sein. Ja. Guck mal, die Sven war in den Kameras. Ich war Kameras. Was ist denn da los? Hast du dich selbst gewotet, ne? Oh oh. Nun, Versuch Nummer 3. 10.562. Ach, mein Gott. Was ist denn da los? Also, ehrlich. Maga. Das kannst du ja gar nicht erzählen, Mann. Oh Gott, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Und so startet die neue Among Us-Woche. Oh Mann, ey. Nun. Okay, Alarm! Ich glaube, das war ein Ventkill. Er liegt Navigations in dem Gang unten, also dieser P-Gang, da ist ja ein Vent mitten im Flur. Ich habe quasi im Schatten noch gesehen. Die in Animation der Kamera sieht man ist das, ja ne? Durch Schatten durch. Kamera müsste es aussehen, aber die war nicht an, glaube ich. Also der Kill war auf gar keinen Fall Jay, auf gar keinen Fall Sepp, auf gar keinen Fall Kalle, weil ich Dalu noch in Admin gesehen habe und der Kill muss ganz frisch sein. Das heißt, für mich ist entweder Ray selber passiert. Oder, was ich eher glaube, Dadurch schnappen wir uns Admin und du kannst von da rüber wenden. Dadurch, was hast du gemacht, nachdem du angeblich die Karte gespielt hast? Mein Sass ist Mike, weil Mike zusammen mit Dado rausgegangen ist. Das stimmt. Wir sind aber Mike raus. Ist bei mir. Ja. Mike ist jetzt Electric DJ. Ja gut, dann nicht. Aber ich bin nach wie vor Admin. Ich bin jetzt drin. Er ist gerade rausgekommen aus Admin, ja. Maxi ist Mike, warum kann ich es nicht sein? Nur damit ich das... Warst du nicht gerade auch Electrical, Kalle? Ich war kurz davor, ich war aber über Reaktor. Da sind die Türen zugegangen und dann das Licht. Weil Dalu muss. Cafeteria kann man auch. Letzten, ne? Dalu muss in den letzten 5 Sekunden gestorben sein. Der ist, wir waren beide ist gerade passiert. Wir haben beide Leichen gesucht, weil wir beide Knöpfe gesehen haben. Ich bin nach links, er ist nach rechts gelaufen. Das heißt, er ist. Also Self-Report oder Ventkill Dadosh. Und ich glaube, Maxi ist der Zweite. Und okay, aber selbst wenn ich Dalu gekillt hätte, hätte das Ray nicht sehen müssen. Nicht unbedingt. Nee, wie gesagt, ich habe durch den Schatten den Vent siehst du ja egal wie weit animiert. Ja. Dann bin ich in die Richtung und dann war da der Report. Also wenn du Ray und das muss gerade passiert sein. Ja, dann siehst du durch den Schatten, egal wie deine View ist. Also wie gesagt, ich bin nach wie vor Admin gewesen, ich bin rausgekommen und Maxi stand da, glaube ich, oder so. Also ich bin gerade noch unten gelaufen zum Licht.
Also mehr also der Kill wirklich mehr, Ray, Dadosh, Maxi, es kann nur einer von den dreien sein. Ja. Ja, wieso? Es aber nach wie vor kann es ja auch jemand sein. Das nach verstehe ich jetzt sieben. Nicht. Ich bin dafür, dass Köpfe rollen. Oder rollt einer. Wieso throwt die denn so hart? What the fuck, Alter? Haben dich vermisst, Dadosh. Schön. Wir haben dich vermisst. Das stimmt. So sehr, dass man da schon mal den guten Dadosh rausschmeißen muss. Ich weiß leider immer noch nicht, wer der zweite Imposter ist, weil ich so lange beschäftigt war mit diesem Drehding. Naja. Jay ist on the hunt. Bei ihm ist gar keiner drüben, glaube ich gerade. So, mal die letzten Kabel machen hier. Oh. Alarm! Okay, Kalle kann es nicht gewesen sein. Kalle steht Admin Table. Jetzt nicht mehr. Das kann ich bestätigen, ich war Cams. Ja, ich bin jetzt ins Deutsch rein, aber es stimmt schon. Ich war gerade am Admin-Table, hab die Karte gemacht und vorher ich hab ein bisschen Angst gecheckt. Ja, die Cams waren aber gerade nicht an. Ray, Mike, wo wart ihr? Nee, Jay, wo warst du jetzt am Ende? Cams. Das stimmt nicht, weil ich gerade in Cams reingelaufen. Ich bin gerade in Cams reingelaufen, da steht keiner. Ich war Cams. Ich bin gerade reingelaufen, da steht keiner. Jay, warst du am Anfang, als die Türen zu waren, warst du da auch noch in der Cafeteria? Ja. Ja. Wo bist du dann hingegangen? Nach unten. Bin unten entlang gelaufen, um dann zu den Camps zu gehen, wo ich dann halt auch stand. Mal ganz kurz für mich, wo liegt die Leiche, Sepp? Direkt vorm Light. Das heißt, er wollte wahrscheinlich fixen und wurde dann gerade direkt gemacht. Der liegt vor dem Stromkasten vom Light. Okay, ihr müsst natürlich auch mich sassen, weil ich gerade dadurch, genau, weil ich auch dadurch rausgevotet habe und selber Security stehe, aber ich habe zwar keinen Jay gesehen. Für mich ist Jay halt sehr, sehr sus, die Runde. Er hat auch die Runde zuvor gar nichts gesagt, wo er war. Und wie gesagt, ja, aber da konnte ich halt nichts zu sagen, weil ich da meine Aufgabe gemacht habe. Aber ich will eins nochmal sagen, der Kill an Dalu, das muss nicht von Admin passiert sein. Du kannst auch von der Cafeteria dahin wenden. Ich will das nur nochmal sagen. Ne? Ja, trotzdem waren ja alle anderen im Electrical Ray. Deswegen habe ich nur die drei genannt. Maxi, dich und Dadosh. Der Rest war da. Also gerade waren Ray, Mike und Dingen sus, oder nicht? Nee, Ray, Dadosh, Maxi. Ich war erst krass. Ray, Dadosh, Maxi, Entschuldigung. Also, ich muss sagen, ich gönn's Mike, ich will jetzt Jay rausvoten. Ich gönn's Mike, wenn er. Also, entweder hat er sich hier in die krasseste Imposter-Runde heute Nacht zusammengeschrieben oder nicht. Hey, Kalle, ich bin dabei. Ich hab gar keine Ahnung. Und, also, Sepp, wen? Jay, ich euer Ernst. Skip mal, Ray, skip mal. Hast du geskippt, Ray? Nee. What? Ich bin mir auch nicht sicher, ob okay, Dadosh könnte jetzt auch Imposter, der Imposter gewesen sein. Nice, haben die Imposter gewonnen, wäre übelst gut. Alright. Ich bin... Sick, well played. Alright. Nice. Das jawohl! War's doch, Jay? Ja. Nein, ja, was soll ich? Dann war mein Bauchgefühl der Alter, Mike, beste Runde, die du war mein Korn auch gar nicht schlecht. Alter, ja, der King musstest du ja auch sterben. Der Kill an Dalu war so insane gut und dann stehen da zu dritt und kuscheln da und halten sich die Eier, Alter. Ey, das war so unlucky. Und dann war auch noch Raider, ich wollte nämlich Mike sassen dadurch. Und dann ich wusste auch nicht, wie ich dich hätte retten können. Nee, alles ja, das kam mir halt so komisch vor, dass du in der Runde, wo alle irgendwie sagen mussten, wo sie sind, du nichts gesagt hast. Und dann dachte ich so, hä, ist schon komisch. Und vorher kam er mir auch entgegen, als Lichts war und so. Aber Mike, ich muss sagen, richtig nice gespielt, aber wenn du Jay so heftig sasst, dann musst du ihn auch voten, dann kannst du auch nicht auf einmal skippen wollen. Ja, das stimmt, ich hatte nur Angst, weil plötzlich in den letzten 10 Sekunden, wenn dann plötzlich zwei Leute sagen, ja, es ist der, dann hab ich so richtig Angst bekommen, dachte, ja, sind 5, eine Poster ist noch da. Achso, du dachtest, ich würde, okay, ja, verstehe. Ja, bei Jay kann man sicher gehen, ich dachte, wir sind noch eine Poster. Und 5 Leute, also haben wir keinen Stress, aber ihr habt also das einzige gemacht. Szenario, was hätte sein können, wäre, dass Sepp und ich die beiden Imposter gewesen wären. Ja. Weil wir waren ja, fast das ganze Spiel zusammen. Aber ja, Sepp und die Runden davor keinen Verdacht irgendwie so. Jay hätte Maxi nicht deswegen töten dürfen am Ende. Sonst ja, ich habe halt den ersten genommen. Können. Ich habe halt, ja, ich wollte auf jeden Fall nicht Kalle und Sepp töten, weil die halt Crewmate waren. Also Ray und Mike waren eher für mich das Problem. Maxi, du hast aber dadurch eigentlich ganz okay.
Na, ich habe ihn nur gesagt, das der kam gerade aus Admin raus. Dann habe ich mich auch gefragt, das war echt ein gutes Alibi. Deshalb war ich noch unsicher, ob Maxi nicht der andere Imposter ist. Er sagt, aber er ist zu Admin rübergewendet und ich sage, er kam gerade aus Admin raus. Das kann also gut möglich sein, wollte ich euch damit sagen. Genau, ich war drin, Scheiße, hab dadurch gekillt und jetzt rückt er Admin raus. So war er es auch. Also. So, das war bitte meine einzige Stufe Imposter. Ich hab nicht nur so ein Bauchgefühl irgendwie gehabt. Aber ja, scheiß richtig. Eure Bauchgefühle, ey. Ich hab Bauchschmerz. Oh nice, Imposter. Okay, okay, okay. Oh, hier ist alles voll. Fuck. Okay, das ist, Eieiei, wo machen wir denn hier einen Kill? Boah, die hocken ja alle aufeinander, oder was? Die hocken ja alle aufeinander. Alarm. Ja, das habe ich nicht befürchtet. Schön, dass du gedrückt hast. Weil ich habe nämlich ewig nichts gesehen. Ich war ganz lange bei Sepp, Dalu und wer war der dritte eben noch? Mike. Mike. Nils kam dann auf einmal gerade in Electric rein. Ist nur so eine Info, ich weiß nicht, wo er war. Und Dadosh und Serum weiß man natürlich jetzt einfach nicht, wie lange die schon rumliegen. Dadosh war nicht allzu lange, weil der war noch ist noch aus Electrical rausgegangen, als das Licht kurz danach angegangen ist wieder, glaube ich. Da ist er da rausgekommen in welche und Richtung? Ist Richtung Storage gelaufen. Okay, da kam mir gerade Dizzy entgegen. Ich bin... Also ich habe tatsächlich Sven und Dadosh im Laufe der Runde, die ziemlich lang ging, gesehen, war aber mehr auf der linken Seite der Map. Aber wo die jetzt ja, liegen, ich glaube, Ahnung. Sven ist tot auf der linken Seite. Da habe ich keinen Sven gesehen. Weil auf der rechten Seite war Sven nie. Eine Maxi Frage. War da auch und hat den auch nicht gesehen. Bislang, er hat ihn gekillt. Woher weißt du das? Also Jay ist gerade vor Security, müsste er gestanden haben noch. Genau, ich bin von Electrical hochgegangen und da habe ich keinen toten Zero gesehen. Und ich bin gerade am Zahlen machen in Reaktor. Nils, was hast du denn gemacht? Ich habe in Navigation am Anfang meine Task mit Jay gemacht, bin dann hoch über Cafeteria. Runter an Electrical vorbei, bin dann auf der linken Seite kurz mal vorbeigelaufen, hab Reaktor die Zahlen eingegeben, war oben in Medbay kurz, hab reingelunzt und dann war ich wieder in der Cafeteria und bin zu Electrical runtergegangen, als das Licht quasi ausging. Das war ja davor und dann war es fertig und dann bin ich gerade runtergekommen, hab geguckt, wer da war zum Fixen. Also du hast immer den unteren Teil gedodged? Warum? Welchen unteren Teil? Also bei beiden Seiten, also Shields und Lower Engine. Das ist ja nee, ich bin Lower Engine, bin ich ja die erste Runde, als ich die Zahlen eingegeben habe, ich von unten gekommen von Lower Engine. Also, aber Quest hast du auch gemacht. Ja. Ich habe mir nur versucht, gerade so ein gesundes Verhältnis zu haben von Beobachten und ich bin für Detective Kalle. Kalle, mach nächste Runde. Ja, ich bin auch für Detective Kalle. Danke. Kuschinski übernehmen. Kalle hat einen Plan. Ja, okay. Also. Oh, guck mal, Kalle ist auf der richtigen Spur. Der wird direkt rausgevotet. Ich glaube, die haben sich gegenseitig gevotet. Wo lag die andere Leiche?
Dalu ist tot. Lol. Liegt er im Oxygen? Nee, der liegt im Med Bay. Lol. Und da ist gerade was auch noch in den Vent gehüpft. Maxi? Was ist das gerade? Maxi, du warst doch gerade Admin. Ja, und dann bin ich hochgegangen wieder, weil aus war. Wer ist in den Vent gehüpft? Das kann nicht. Also dann musst du ja geflogen sein. Das kann ja, das ist noch da. Nicht alle gleichzeitig, Jungs. Also Dizzy ist gerade noch vor mir in den Vent gehüpft. Ich? Also, stopp. Also ich war ungelogen. Ich bin direkt Medbay gegangen, hab mich gescannt 9 Sekunden, dann ging Oxygen an. Ich bin gerade bis in die Cafeteria reingelaufen, bin dann wieder zurückgegangen. Ich habe nirgendwo einen Dalu gesehen und ich habe nirgendwo einen Maxi gesehen. Ich auch nicht. Also Maxi also kam vor 10 Sekunden. Also das ist mega crazy. Ja, vor 10 Sekunden, Maxi. Ich hab ausgemacht und dann bin ich wieder hochgegangen. Weil du bist mir doch, du bist doch auch gesehen da. Du bist doch reingegangen, Maxi, als O2 schon aus war. Bist du Admin reingegangen? Genau, und dann bin ich wieder rausgegangen. Ich wollte sehen, ob du jemanden umgebracht hast. Leute, kurze Info von Ray und mir. Aber Jay und Dizzy, das sehe ich natürlich nicht. Jay war nämlich nirgendwo da, wo er sagt. Kurze Oder er Info. Steht gerade irgendwo und weiß gar nicht, wo er steht. Ich bin halt Upper Engine gegangen, aber das muss halt innerhalb von 5 Sekunden gewesen. Da bin ich direkt hinter dir, gewesen sein. Ray und ich sind gerade mit Dalukat und Dizzy gelaufen. Ray und ich sind hoch zu den Kabeln, die beiden sind weiter Richtung Medbay. Der Kill ist 1-2 Sekunden alt. Das ist nicht länger her. Genau, ja, okay. Direkt vor meinem Auto. Also, Dizzy war die ganze Zeit bei Dalu. Also war wirklich die ganze Zeit bei Dalu. Nein, war ich nicht. Ich war nicht die ganze Zeit. Okay, was warst du denn? Was hast du denn gemacht? Ich habe eben gerade das, was Mike gesagt hat. Ich bin mit Ray, Mike und Dalu durch die Cafeteria gelaufen und dann über Upper Engine zurück. Und dann kam der Report rein, als ich gerade vor Security in den Vent gehüpft bin. Also ich bin nicht in den Vent gehüpft, Maxi, ohne Scheiß. Ich war nicht im Vent drin. Wählt ihn raus, er ist gerade in den Vent gehüpft, vor mir. Glaube dir, Maxi. Glaube dir auch. Aber hat nicht irgendeiner von euch gerade Dizzy noch gesaved? Seltsam. Aber Jay und Maxi haben sie gegenseitig geshootet, aber sie können ja nicht beide Imposter sein und er noch. Ach Gott. Das ist so unangenehm, ne? Das ist so unangenehm, man. Ach, scheiße, ey. Zu viel Personal, kaum einer läuft alleine rum. Mist. Ist natürlich ärgerlich, dass Maxi genau in dem Moment da dann reinkommt. Sehr unschön. Die hocken halt auch alle aufeinander rum. Fuck, ey. Ich habe ja gedacht, dass Ray mit mir ein Double Kill macht, aber irgendwie ist das nicht passiert. Ja gut, das war halt, wenn Maxi das gesehen hat mit dem Vent, ist das halt offensichtlich. Aber dass natürlich auch alle auf Maxi hören in dem Moment, ist schon wieder so, weißt du, wenn man selber mal was sagt, dann wird das so schön gekonnt ignoriert. Naja. Richtig unangenehme Runde. Richtig unangenehme Runde. Alarm. Alarm, meine Freunde. Ich hab den guten Sepp. Ja, erzähl ruhig. Ich habe den guten Sepp vor Comms gefunden und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mord passiert ist, als die Lichter ausgegangen sind. Kalle und ich waren in Admin und sind von da aus zum Licht gelaufen. Der zweite Imposter, der tot ist, Grüße an Dizzy, hat auf jeden Fall auch gerade die Türen zugemacht und wollte ein bisschen rauszögern, bis ich die Leiche finde in Storage. So, wer kam als letztes Richtung Licht? Ich das könnte nicht gewesen sein. Ray war sehr spät tatsächlich. Ja. Ich war auch sehr spät, aber ich kam von oben, wie aus der Cafeteria dann. Ja, von wo kamt ihr denn alle zum Lichtfixen?
Also, es könnte sein, dass Ray über Admin das Licht ausgemacht hat und dann nach rechts gelaufen ist, um den Kill zu machen und dann das Licht zu fixen, weil er sehr spät dazu kam. Ich habe ihn nicht beobachtet, wie er neben mir in Admin stand, als ich das beobachtet, also als ich da an dem Tisch stand. Du, ich bin Admin rein, hab geguckt, da standst du am Tisch, genau, aber ich hab nichts im Admin gemacht. Jay, gemacht, von wo kommst du? Ich war schon am Licht. Ihr kamt ja, erst an, als ich wollte gerade sagen, also Jay ist vor allem auch mit links gelaufen und ich war auch die ganze Zeit links eher. Und ich glaube, Sepp müsste irgendwann, nachdem Licht wieder an war, ist er halt erst nach rechts gelaufen überhaupt. Ihr seid beide nach rechts gelaufen, Maxi. Also pass auf, Maxi ist für mich safe, weil Maxi hat Dizzy gecallt. Kalle ist für mich Detektiv in dieser Runde, also auch safe. Ist für mich Jay oder Ray. Das Ding bei Ray ist, Ray hat mich geproved beim Kill von Dizzy. Vielleicht dachte Dizzy aber auch, es gibt einen Double Kill und Ray hat es nicht gemacht, keine Ahnung. Deswegen Ray und Jay sind für mich sus. Jay, also ich muss sagen, ich war schon da. Und hab den Strom angemacht. Ich kann Sepp gar nicht gekillt haben. Die Frage ist, wie lange hat er auch noch gelebt? Also Jay war eben auch nochmal in den Camps. Also Mike ist 100% sus. Weil ja, aber wissen wir, wie lange Sepp es kann halt, schon kann tot ist? Es kann ein Self-Report vorhin gewesen sein. Die Aufgaben sind eh durch. Wir können auch skippen. Ja. Aber called Maxi Dizzy, also den Self-Report und... Ja, aber ich glaube, Maxi ist... Ray, Maxi könnte engagen, weil Dizzy eh schon sus war. Ja, ist klar. Ja, hab ich wirklich. Ray oder Maxi? Ray oder Maxi? Theorien von dem Mike. Also ich habe natürlich nichts gemacht, logischerweise. Was macht der da? Mike? What the fuck? Okay, es ist Ray. Es ist safe, Ray. Es ist safe, Ray. Okay. Ray ist gerade gewendet. Ich war am Admin, es waren zwei Leute in Electrical, auf einmal ist einer in, Wer war denn in Camps? Wer war denn in Camps? Jay, oder? Meister, ja. Ja, okay, dann muss es Ray gewesen sein, weil es waren zwei Leute in Electrical. Ich stand die ganze Zeit am Admin, Jay war die ganze Zeit an der Cam. Mike ist für mich super safe, lass uns Ray voten. Herr Kuschinski, ich bin sehr stolz auf Sie. Kalle, ich stimme dir zu 100% zu. Du bist auch die ganze Zeit hin und her gelaufen. Ich habe auch zusätzlich den Vent gesehen, wie er im Medbay angegangen ist. Als ich das Ding ist, ich stand die ganze Zeit im Storage und wollte nicht zum Licht gehen, weil ich wusste, wer jetzt zuerst im Licht läuft, stirbt. Ich stand da bestimmt 15 Sekunden einfach nur im Gang und gewartet und dachte irgendwann, boah, ist ja auch langweilig. Komm, ich gebe dem Imposter eine Chance und lauf hin und finde halt die Leiche. Ray, hast du den Double Kill nicht gemacht vorhin oder was? Ja, ist halt Kalle, ist halt euer Verderben jetzt. Mr. Kuschinski. Come on. Come on. Stark, Junge. Guck, wie unsicher ist. Sein. Stark, das andere kann es nicht sein. Stark, Mike. Stark, Mike. Jawohl. Geil. Alter, Detective Kalle am Start. Double Kill ging da gar nicht, weil wir hätten den dann, wenn schon, im Bereich Weapons oder so machen müssen. Und da waren wir alle zu nah zusammen und wir wissen ja, wie schnell Dalu reportet bei sowas. Und deswegen habe ich den da nicht gemacht. Und als wir dann Cafeteria waren, war da schon Jay oder irgendjemand war da noch. Oder Kalle ist, glaube ich, da rumgelaufen in Cafeteria. Das heißt, wenn ich den Kill gemacht hätte an dir, Mike, wäre es zwar ein Double-Kill gewesen. Die Runde generell schwer, weil aber die dann, Crew war sehr oft zusammen. Das war eine schwere Runde. Das war beim ersten Spiel aber auch ihr wart so. Alle zusammen. Ja, ja. Alle sind rechts übelst gestackt. Runde. Ja, ich hätte die Messerschiene mitgespielt, ja doch. Es war nur dadurch und Sven tatsächlich am Anfang, die ein bisschen einzeln unterwegs waren. Das waren auch die, die man halt dann killen konnte. Das war Security und wäre der Button nicht gepresst worden, hätte Jay mich auch zwei Sekunden später gefunden.